Ach ja, mit Streamstime. Willi, hör mir zu. Das wirst du lustig finden. Ja. Hörst du mir zu? Ja. Dann guckst du in meine DMs. Also nicht DMs, sondern diese Story-Markierungen. Hat mir jemand so einen Chatverlauf geschickt von so einer Gruppe auf Insta. Und da hat er mir dann so gezeigt, auch im Nachhinein nach dem Stream, es war ganz schlimm. Da gab es in meinem Chat Leute, okay, du musst dir das jetzt überlegen, 6 Uhr morgens, die haben sich untereinander verschworen, wer mich streamsniped. Aber im FIFA musst du ja echt gut sein, um gegen mich zu gewinnen, ne? Ja. Dann haben die gefragt, was denn das für eine Verrückte war? Dann haben die mich gefragt, haben die untereinander so über Flüsternachrichten geschrieben, wer holt was in Food-Rängen und so. Okay. Und also so So 19-1 und quasi 8. wie eine Gruppe halt so. Genau, so eine Ja. Gruppe. 18-2, 19-1, 17-3, hier bin Elite-1-Spieler früher gewesen. Und dann haben die den ersten Draft, haben die mich nicht gesucht, okay? Die haben dann so geschrieben, ja, nur im zweiten, nur im zweiten, meinte der. Die haben im ersten Draft mich nicht gesucht, damit ich den ersten gewinne. Ich habe ja auch immer den ersten gewonnen. 10 Mal in Folge habe ich den ersten Draft gewonnen. Also, ich habe, das ist ja kein Zufall. Verstehst du, Will? Ich bin 10 Mal in den ersten Draft reingegangen und habe 10 Mal gewonnen. Und immer beim Back-to-Back-Versuch. Ich habe 2 oder 3 Mal gegen den gleichen gespielt. Und die haben in den Runden auf mich gewartet, nicht im Finale. Es gab Leute, die haben in der ersten Runde auf mich gewartet. Dann habe ich gegen den gewonnen. Und in der zweiten gab es dann die nächsten. Und es war 6 Uhr September. Die haben mich gebucht. Und jetzt komme ich zum Schlimmsten. Die haben gesehen, wie du kannst in FIFA gucken, gegen wen du spielst. Ja. Du kannst das sehen. Der hat mir die ganzen Fußball geschickt. Wenn du kannst im Food Draft, wenn du jemanden findest, machst du PlayStation-Taste, bevor du spielst, und dann siehst du die PSN-ID. Das heißt, die haben nicht mal aus Versehen jemand anderen gefunden. Wieder rausgegangen, und die haben 24/7 gesucht, sobald ich das Spiel suchen. Das war geil. Digga, ich will Gruppenadmin werden von dieser Gruppe. Ja, und die haben. Und dann hat es später, also ganz, ganz schlimm. Digga, darf man mal sagen, dass das Ja, geisteskrank das habe ich gesehen in meinem Stream. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Und ich habe dann gesagt, ey, ich war traurig, ne? Ich meinte so, Jungs, ich habe gerade einen. Ich schwöre es euch, ich bin schockiert. Das habe ich gesagt, es war um 8 Uhr morgens. Aber ich wollte es nicht on-stream sagen, weil das ja dann die Leute motiviert. Wisst ihr Ja, noch, Freunde? okay. Das Ach, ist so. ich kann mich erinnern, wo ich dann so um 8 Uhr aufgestanden bin. Bin ich aufgestanden und dann war so, ja, ich schaue mal auf mein Handy. Dann sitzt du da in FIFA und ich dachte mir, boah, was? Hat er vielleicht gesagt, okay, ich mache einen Break oder so? Nee, Digga, da war's. ich habe an dem Tag, Willi, über 60 Spiele gemacht. Ich habe 10 Mal den Draft gewonnen, das sind ja schon 40 Spiele. Also alleine das sind 40. Und ich habe dann mindestens 10 Mal verloren. Sagen wir, ich wäre 10 Mal in der ersten Runde rausgeflogen, dann wären das 50 Spiele gewesen. Aber ich bin ja nicht mal in der ersten Runde rausgeflogen. Ich habe über 60 Spiele gemacht und ich habe davon irgendwie so, ja, ich hab über 55 gewonnen. Ich habe ja 9 Mal verloren. Das ist ja an nicht so, ne? Aber es hat mich systematisch gefickt. Das ist krass. Systematisch. Also Nein. da war ein System dahinter, das ist ein NLZ. Ja, die haben gruppenweise in jeder Runde auf mich gewartet, egal was passiert. Ich hätte einmal gegen einen Elite-1-Spieler gespielt. Und wenn ich gegen die wahrscheinlich. Ich bin ja auch nicht mehr so krass wie früher. Ich bin immer noch wirklich sehr gut. Aber im Food Draft 3 Mal oder selbst 2 Mal gegen einen Elite-1-Spieler zu gewinnen, ist nicht einfach. Die haben mich so auseinandergenommen. Und für einen Nachtritt, einer von denen hat 5-1 gegen mich geführt, okay? 5-1. Und ich bin auf 5-5 rangekommen. Und dann habe ich noch 6-5 verloren im Back-to-Back-Versuch. Ja. Das war irgendwann 9 Uhr morgens. Und jetzt, Überleg dir das mal. wo du mir das Ganze hier so gerade erzählst, ne? Ich war heute nach dem Training kacken, bin auf TikTok, was ich ja immer eigentlich auf Klo mache. Ich habe es auch gesehen und ich habe es kommentiert. Hast du es mal hast gesehen? Einer hat einen TikTok gemacht. Einer hat einen TikTok gemacht. Und es ist sogar viral gegangen.
Ja, 20.000 Likes oder so. Ich weiß halt, ohne Spaß, das ist halt. Er hat mich gestreamt, hat auf TikTok hochgeladen und meinte POV, wenn du gegen Eli Geller spielst. Habe ich gemeint, POV, wenn man hobbyloses Dreckskind ist oder so. Und ich habe den Kommentar gesehen, aber ich wollte es nicht in die Gruppe schicken, weil ich mir gedacht habe, du hattest hier schon so eine Krawatte von diesem Spiel. Ich lasse dich in Ruhe. Ich habe mich bepisst vor Lachen, ne? Sein Bayern war im TikTok gesehen. Hab ihn Oh. dann. Das war hart. Oh, Digga, krass. Und er hat die Beleidigung übrigens rausgeschnitten, die ich da reingemacht habe. Er hat gemeint, oh, er ist wirklich gut, er ist besser als ich. Auch mal beleidigt in dem Spiel, hat aber nicht reingeschnitten. Ich habe zweimal gegen den gespielt, glaube ich auch. Ich glaube, es war auch zweimal Luis. Oh, Dann hat er Digga. geführt gegen mich irgendwie, 4-2, und dann hat er am Ende zwei Eigentore gemacht. So von wegen Stream Sniper. Also, er war auch einer, Chat. Er war einer. Es war 4 Uhr morgens, ich habe Bildschirm verdeckt. Es war kein Zufall. Und ich habe nochmal, ich habe ihn dann immer wieder gesucht, Freunde. Ich habe immer wieder gesucht und irgendwann später habe ich diesen Trick auch gemacht mit gucken, was das ID ist. Luis, der Nutten, den habe ich so oft wieder gefunden, aber ich habe nicht mehr gegen die gespielt. Weißt du, wie lustig das war in der Früh, wo du gesagt hast, also eins mache ich nicht mehr, FIFA mache ich nicht mehr rein und dann kommt das nächste Brett. Hast du, Digga. Also, Digga, ich sag dir offen und ehrlich, es war von... Schick einer den Link von dem Ding rein, ich habe es auf jeden Fall kommentiert. Also vom im Nachhinein, der Faktor, wie du es jetzt erzählst, also wirklich brutal lustig auch und so, wie du dann da dich hinstellst und die erste Draft-Runde, wo du sagst, hier, ba, 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 läuft, läuft, läuft.